Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 25. Februar. Der Einstieg der Sana-Kliniken ins Klinikum Niederlausitz rückt näher. Am Dienstag unterzeichneten OSL-Landrat Sigurd Heinze und die erste Beigeordnete Grit Klug mit Vertretern der Sana-Kliniken AG und des Klinikums Niederlausitz den Kauf- und Abtretungsvertrag. Nun sind das brandenburgische Innenministerium und das Bundeskartellamt am Zug. Beide prüfen die Anteilsübertragung. Geben sie grünes Licht, erwirbt Sana 51% der Gesellschafteranteile der Klinikum Niederlausitz GmbH. Erst dann werde auch ein konkreter Übergangstermin bestimmt. Laut Sana-Konzept sollen die Krankenhäuser Lauchhammer und Senftenberg erhalten bleiben und gestärkt werden. Die Lindengrundschule im Senftenberger Ortsteil Hosenaa und die Walter-Rathenau-Grundschule in der Innenstadt werden zusammengelegt. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich. Bei 8 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen votierten 16 Abgeordnete für diese Fusion. Damit werden ab dem Schuljahr 2021/22 beide Standorte als Walter-Rathenau-Grundschule mit dem Standort Hosenaa und unter der jetzigen Schulleitung der Rathenau-Schule fortgeführt. Durch den größeren Lehrkräftepool könnten an beiden Standorten Unterrichtsausfälle besser kompensiert werden und Vertretungsunterrichte optimal organisiert werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Einen ausführlichen Beitrag zur Schulfusion sehen Sie im kommenden Programm und der Seenluft 24 Mediathek. Der Energiekonzern LEAG baut sein Hanfprojekt weiter aus. Gestartet war es 2020 im Rahmen der Entwicklung neuer Geschäftsfelder gemeinsam mit regionalen Landwirten. Die Anbaufläche solle jetzt von knapp 8 auf 25 Hektar erweitert werden. Die bisher 3 Hanfsorten würden ergänzt. Bisherige Produkte seien unter anderem Hanföl aus dem Spreewald und Hanfschokolade aus Hornow. Neben den Lebensmitteln soll bis zur nächsten Ernte verstärkt die Nutzung von Hanffasern für Industrieprodukte geprüft werden. Spaziergänge am Senftenberger See können seit einigen Tagen Pyramiden aus alten Holzstämmen entdecken. Sie wurden im Auftrag der Stadt aufgestellt. Die Kastanien stammen aus dem Schlosspark Senftenberg. Sie wurden aus Sicherheitsgründen gefällt. Als Pyramiden und Totholzpolder sollen sie jetzt bedrohten Tierarten Lebensraum bieten, so beispielsweise Insekten, Vögeln oder Fledermäusen. Die Pyramiden erhalten demnächst noch Wildschutzzäune und Infotafeln. Die Baumstämme dürfen nicht zerstört oder zum Spielen und Klettern genutzt werden, schreibt der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg. Und jetzt kommen wir zu den Kurzmeldungen. Am Sonntag findet in Senftenberg die Nominierungsversammlung der AfD zur Bundestagswahl statt. Mit dabei sein könnte auch der Ex-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz. Deshalb ruft das Bündnis Demokratisches Senftenberg zu einer Kundgebung auf am 28. Februar 9 Uhr auf dem Senftenberger Markt. Am Donnerstag wurden für den OSL-Kreis 14 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Laut Kreisverwaltung gab es 250 aktuelle Fälle und 25 Personen wurden stationär behandelt. Als genesen galten ca. 4.880 Personen. Der Inzidenzwert lag bei 136. Landesweit 485 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft bieten seit Montag wieder Wechselunterricht. Laut Bildungsministerium nutzen davon nur knapp 3% das Schichtmodell mit Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Im Wechselmodell sitzen maximal 15 Kinder in einem Klassenraum. Der Landessportbund fördert die stärkere Berücksichtigung des Sports bei Öffnungsstrategien. Es sei unverständlich, dass der Sport bei den Überlegungen der Landesregierung kaum erkennbare Berücksichtigung findet, sagte der LSB-Präsident Wolfgang Neubert. Der Sportbund habe bereits vor Wochen ein Konzept vorgelegt für eine schrittweise Rückkehr des Sports. Es orientiere sich an den Öffnungen der Brandenburger Schulen. Bis heute habe der LSB darauf keine ernsthafte Reaktion erhalten. Die Vereine bräuchten eine schnellstmögliche Perspektive sowohl im Kinder- und Jugend- als auch im Erwachsenensport. Und jetzt die Polizeimeldungen.
Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen auf einem Firmengelände in der Brieska Franz-Mehring-Straße zu schaffen gemacht. Die Täter hatten aus mehreren ausrangierten Loks verschiedene Anbauteile gestohlen. Die Schäden liegen bei mehreren 10.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten zahlreiche Spuren. Eine Frau wurde Donnerstagvormittag in einem Schwarzheider Supermarkt bestohlen. Die Kundin hatte in der Schipgauer Straße während des Einkaufens ihre Handtasche kurz in den Einkaufswagen gelegt. Daraus stahlen die Täter ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Das war Seenluft 24, der Tag. Jetzt schauen wir noch auf das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Frühsommer verabschiedet sich in den kommenden Tagen und die Sonne zieht sich etwas zurück. Der Freitag ist regnerisch bei Tagestemperaturen um 9 Grad. Sonnabend wird es bewölkt, aber trocken bei 7 Grad. Und am Sonntag ist es im Tagesverlauf zunehmend freundlicher bei 9 Grad.